Granit, Granit, Pflasterstein. So. Was machst du da? Baust du die ab? Ja. Wo willst du denn oder wo sollen wir die denn gleich platzieren? Platzieren wir die längst oder wie machen wir das? Gerne mal ausprobieren. Ja. Dann müssen wir gleich erstmal gucken, wo wir die hinstellen. So. Und dann bauen wir aber auch drumherum eine Treppe, damit man da vernünftig drum laufen kann. Server-IP geändert? Nein. Oh, was ist das? Das cannot connect to server. Okay. Keine Ahnung. Gesundheit. So. Gibt es eigentlich Bewegungssensoren hier in dem Spiel? Ich glaube ja. Boah. Weil dann habe ich persönlich echt den Gedanken, wenn wir jetzt hier die kleine Fabrik aufbauen, dass wir da drin Bewegungssensoren machen. Ob so einen Scheiß gibt's. Monat nicht mehr. Kann einer rauchen. Ja, du hast mich geweiht, Liste mit dem anderen. Ja, hab ich mit. Gut, dass ich noch ein bisschen Mama habe. Du. Ja, ich mach hier gleich, wo du gerade die Erde reingetan hast, mach gleich Mama rein, wenn das passt. Ich hoffe, das passt. Was ist denn hier mit dem Generator? Kannst du den bewegen oder geht dann alles weg? Den kannst du einfach abbauen. Okay. Guck. Weil den würden wir dann auch mehr oder weniger dann hier platzieren. Keine Frage. Jo. Was ist das denn hier, der Rohrofen? Bockerei ist das. Ach, ja, ja. Da ziehst du die auch um oder was machst du damit? Ja, komm. Ne, war jetzt so eine Frage. Hättest du jetzt nicht machen müssen. Ich weiß ja, wie die gebaut wird. Oh. Ganz ernst. Ja. So. So, wie viel von dieser scheiß Smeltery Plöcke habe ich denn? Oh. Okay, 2x64 plus 18.
3 Ziegel. Hey. Läuft bei dir, Junge! Wo bist du denn? Bist du jetzt weg? Nein! So. Warum, was? Also, okay. Was? Hier ist ja alles leer. Muss man mich die Tage mal schlau machen, wie die Scheiße geht mit den ganzen Items transportieren. Da gibt's nämlich Rohrensystem und so ein Kram. Ach Gott. Meinst du in ein automatisches Lagerungssystem oder was? Ja, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt ohne bist, ja? Ja. Und du bist in deinem Keller und du willst es aber hier oben die Erze haben, dass du die Erze in eine Kiste reinschmeißt und das Rohr verlauft direkt in diese System rein und tut es in unsere Kiste. Wenn wir noch nicht das ME-System haben. Ach so, ja, das habe ich mal in dem Let's Play von Gronkh gesehen. Das hat er auch. Ja. Das tut es automatisch einsortieren und so ein Scheiße. Das ist geil, vor allem bei dem Chaos, was wir hier haben. Ja. Wenn der Ralf uns jetzt endlich mal helfen könnte mit der ME, wäre es noch besser. Ja, ich weiß noch nicht mal, warum der heute ein Journal ist, aber der kommt auch nicht mehr online, der pennt jetzt gleich wegen Arbeit. Wo sind hier alles hin, weil ihr im Haus war? Was sagst du? Wo ist denn alles hin, was hier in dem Haus war? Na, guck mal links von dem Haus. Kein Ding da. Ja. So. Ja. Was ist das hier, eine Mine? Es läuft mal. Ist ja schon mal was. Ohne Grafikkarte. Ja, grafisch ist das Spiel ja auch wirklich nicht anspruchsvoll. Mona hat das auch am Anfang mit der Intel HD Grafikkarte gespielt. Was sagt denn mein... Ja, meine Grafikkarte sagt, kannst du so machen, passt schon. Ja. Meine Grafikkarte sagt, ist besser als Rainbow. Rainbow ist viel anspruchsvoller, genau. Ja. Das ist, eigentlich ist Minecraft das atypischste Spiel, was es gibt, was das angeht, weil das ist so wenig Grafiklast und so viel Prozessorlast wie kein anderes Spiel sonst. Ja, geht, ne? Also, wenn man wissen möchte, was der PC alles aushält, installier Minecraft und probier Sachen aus. Ja. Das ist echt heftig. Ihr Mods aus von Minecraft. Ja, das reicht, wenn du dir irgendwie, keine Ahnung, Minecraft installierst und dann nimmst du dir so ein 2000x2000er Texture Pack mit Optified und Shader und dann guck mal, ob der Rechner brennt. Na, kein Scheiß, ich hab mal ein Video auf YouTube gesehen, hat irgendwie mal, keine Ahnung, so ein 20.000 Euro PC zusammen geworden und hat gesagt, so, jetzt testen wir mal, was diese Kiste alles drauf hat. Installiert Minecraft. Zockt Minecraft irgendwie mit, keine Ahnung, 1000 FPS oder was war das? Und dann erstmal so ein 2000er Texture Pack reingehauen. Dann droppt das erstmal so auf, keine Ahnung, 80 FPS. dann Optifine installiert. Da mal ein bisschen was ausprobiert. Dann ist das Spiel erstmal auf 60 FPS gedroppt. Und dann Shader angemacht und dann ist der Rechner abgestürzt. Und das war alles miteinander kompatibel, ne? Das war jetzt nicht so, dass irgendwie das Texture Pack das den Shader oder so angegriffen hat. Ja, das war schon echt heavy.